den Menschen in den Mittelpunkt rücken und bewusst gemeinsam leben. Nichts Geringeres hat sich Georg Diegruber mit seiner gleichnamigen Initiative Bewusst gemeinsam leben vorgenommen. Nun lässt die Initiative mit einem Manifest aufhorchen, das niemand Geringerer als Cornelius Obonya unterstützt und in die Welt hinausträgt. Dabei geht es um eine Ökonomie der Menschlichkeit. Den Menschen in den Mittelpunkt rücken, das wollen wir wohl fast alle. Aber was genau verbirgt sich hinter diesen Schlagworten? Was genau will dieser Diegruber? Die Ökonomie der Menschlichkeit, was ist das? Wir haben eine Situation, wo wir immer mehr in der Anonymität sind. Wir wissen über Produkte sehr, sehr wenig, wo sie hergestellt werden, wie sie zustande kommen, wo sie herkommen. Also die Anonymität ist eine Riesenherausforderung und wir wollen Erzeuger und Konsumenten einfach wieder viel näher bringen. Und da steht der Mensch im Mittelpunkt. Wer steht dahinter? Und wenn wir jetzt sagen Mensch, dann geht es ja mehr als die Rolle. Wenn man heute fragt, wer bist du, dann erzählt man meistens den Beruf. Aber ich bin ja noch viel mehr. Diegruber setzt an bei kleinen, überschaubaren Einheiten. Das betrifft den Konsum genauso wie den Handel oder die Landwirtschaft. Und letztlich geht es ja auch darum, bei dem Projekt den ländlichen Raum zu fördern. Ohne Wirtschaft wird das nicht gelingen. Und wir sehen mit diesen ganzen Internetaktionen etc., dass die Wirtschaft sehr, sehr schnell schrumpft. Und wo ist der Vorteil eines Geschäftes, dass da Menschen drinnen sind? Und diese Menschlichkeit, die Beratung, die Individualität, das ehrliche Interesse an dem Kunden, das kannst du online nicht ersetzen. Die Unterstützer dieses Projektes werden immer prominenter, egal wie klein es im Moment noch ist. Vielleicht ein ganz schwacher Anfang ist, kaum sichtbarer Anfang. Aber es wird wirken, weil irgendwann einmal wird uns einfach der ganze Planet unterm Hintern wegfaulen, wenn wir nicht aufhören, mit dem mit großen Dingen um uns zu werfen, sondern wieder richtig klein zu denken, ohne dabei in Unoffenheit, in Nationalismus, in Kleinteiligkeit zurückzuverfallen, wo wir alle schon einmal waren. Aber so ein paar kleine Dinge, die das Mittelalter einmal hatte, die Selbstversorgung, das wirkliche Miteinander, daran kann man sich halten und ich glaube, das ist einer der Schlüssel, um diesen Planeten zu retten und damit letztendlich uns alle. Cornelius Obonya hat für die Initiative Bewusst gemeinsam leben ein Manifest aufgesprochen. Die Quintessenz davon, es ist ganz ernsthaft Zeit für nachhaltige Veränderung. Der Planet beginnt sich jetzt zu wehren. Und davor haben vor 20, 30 Jahren fast alle Wissenschaftler gewarnt. Damals hat man gesagt, ja, hey, passt schon, wird schon kommen, ja, nicht mit mir. Und das ist aber nicht. Jetzt ist genau die Zeit, wo der Planet sich wehrt und wo wir dem nachgeben müssen und schauen, dass wir es anders machen, ganz rasch. Noch lebt die Chance auch dank einzelner Unternehmer, die früh erkannt haben, dass man mit der Welt, in der wir leben, anders umgehen muss. Einer von ihnen ist Salzburgs bekanntester Käser. Ich glaube, dass jeder in seinem Mikrokosmos, wo man da unterwegs ist, einen Unterschied machen kann. Und es ist natürlich schön, sage ich mal, wenn man so eine Ausgangsbasis hat mit dieser sehr nahen Verbindung zu unseren Landwirten. Und wir versuchen eben mit ihnen alles freiwillig da was Gutes entstehen zu lassen. Und das ist eben für uns als familiengeführtes Unternehmen schon sehr wichtig, dass ich sage, ich in der fünften Generation schaffe da was, auf dem die sechste Generation danach hoffentlich aufbauen kann. Und noch etwas wird deutlich, nicht nur die da oben müssen etwas verändern, sondern auch wir einfachen Leute. Oft ist man so in seinem Fahrwasser drin, dass man sagt, ich habe das immer so gemacht und warum soll ich das anders machen? Und wenn dann wer kommt, der sagt, probier das einmal und schau dir das einmal an, dann ist das auch wieder spannend. Das Manifest zur Ökonomie der Menschlichkeit ist auf handgeschöpftem Papier geschrieben. Es kann und soll von vielen unterschrieben werden, mit dem Stift, aber vor allem auch mit dem Kopf.